Was geht YouTube? Ich bin für euer Zuspiel hier mit einem neuen Video am Start. Nach gefühlt 10 Jahren komme ich auch wieder ein Video oder nehme ich mal ein Video auf. War mal sehr inaktiv in den letzten Monaten. Und es war eigentlich echt nur scheiß Spiele draußen, die man echt nicht zocken konnte. Und wo man auch keinen Bock hat, ein Video aufzunehmen. Und ja, hier im Hintergrund seht ihr Fortnite. Ist immer noch ein scheiß Game, meiner Meinung nach. Aber ich sag mal so, man kann es wieder zocken. Ist ganz okay. Und ja, ich wollte mal ein bisschen wieder... Ja, wir müssen wieder reinkommen hier. Ich bin schon Level 8, habe schon ein bisschen gezockt, aber nicht viel. Und hier habe ich mir Battle Pass gekauft, weil ich hatte noch auf dem Account hatte ich noch 1500 V-Bucks. Weil das ist ja mein zweiter Account, weil in, ich habe ja gesehen, zwei Accounts und ja, ich habe jetzt halt nur die Skins hier. Weil der Hauptaccount von mir, der wurde gesperrt. Also gesperrt nicht, aber ich finde einfach meine Anmeldedaten dafür nicht mehr, mein Passwort. Das geht nicht mehr. Und ja, habe ich mir einfach einen zweiten Account erstellt und habe jetzt auch hier Skins drauf und so. Und ja, es ist auch hier nichts Wildes, ne? Ist halt nicht die heftigsten Skins. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt hier einen Battle Pass. Und ja, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, wie passen, welches Level ist man jetzt hier? Ja, fast 9, ne? Also ohne Witz, irgendwie das mit Battle Pass Animation und so, hier mit dem Sternchen draufklicken und so. Ist komplett die Rotze. Also... So, das sieht ganz, ganz geil aus, so, ne, aber ich finde es nicht so heftig, aber ist ja immer jeden das Seine, so. Würde joinen jetzt einfach mal eine Runde, wir sind dann in der Runde, bis gleich dann, ne. So, jetzt in der Runde hier, wir gehen nach Holly, was auch immer, Bums, keine Ahnung, wie der Laden heißt, auf jeden Fall gehen wir einfach hin. Und ja, also, meine Meinung zu der Map ist erstmal, die Map ist schon viel länger, die Map ist viel zu groß, also für 100 Leute, Boys, Girls, die Map ist viel zu groß. Man läuft sich die Beine kaputt, Digga. Man ist eigentlich gefühlt nur am Laufen, bis man zum anderen Ort kommt. Das finde ich echt scheiße daran. Aber so, die Map ist eigentlich so an sich ganz okay, ne? Aber wäre die nicht so groß, wäre die noch besser. Also halt, wäre die, keine Ahnung, die Hälfte oder so, wäre es auch okay. Aber wenn halt die Orte ein bisschen mehr zusammen sind, ist doch scheißegal, Alter. Oh, direkter, besser Loot hier. Kappa, natürlich. Und ja, ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare reinschreiben, was eure Meinung so zu dem Map ist, zu dem Battle Pass, zu der neuen Season und alles. Und schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob ich, keine Ahnung, was ich streamen soll. Fortnite soll ich streamen, GTA streamen, whatever. Schreibt das einfach mal in die Kommentare rein und auch wo ich streamen soll. Soll ich auf Twitch streamen oder auf YouTube, ist mir eigentlich relativ egal, wo ich am Stream dann bin. Da richte ich mich einfach dann nach euch, was ihr in die Kommentare reinschreibt. Und ich hier schon auf jeden Fall ganz wilde Schüsse. Da müssen wir uns gleich unbedingt mal einmischen. Das nur ich mit den besten Waffen natürlich hier. Kappa, Klaus, Nikolaus. Hauen wir uns mal den Bigness rein. Hier natürlich ungeschützt. Sehr belastend. Der auch ich jetzt eine Nachricht. Oh, scheiße, muss Wasser trinken. Kappa. Wo waren hier die Gegner hin? Ist ein Medifit. Medikit, es geht immer fit. Solche Schüsse nicht mehr. Alle tot? Hallo, was ist da los? Vielleicht Verbindung oder was? Ich glaube, die sind alle tot. Oder? Hallo? Lebt hier noch einer? Sind tot? Alter! Was geht denn jetzt ab? So viele Minis hätte ich noch nie. Die war safe wieder ein Bot am Looten. Ein richtiger Bot. Aber ich finde keine Gegner. Ich wollte extra zum Ort gehen, wo ich richtig reinhasseln kann. Paar Kills machen kann. Ich habe auch schon einen epischen Sieg geholt in dieser Season. Meine erste Runde war sogar ein epischer Sieg. Da habe ich mir gedacht, Bruder, ich bin wieder zurück. Aber ich schätze mal, dass ich diese Runde komplett reinscheißen werde. Weil ich mich kenne. Ach, Digga. Kiste habe ich keinen Bock zu looten, wir sind aber relativ gut in der Zone. Nur mir fehlen nur noch gerade die Gegner. Sonst ist die Runde eigentlich schon perfekt. Aber die Gegner bleiben hier leider gerade aus. Das ist schon ein bisschen tricky. Aber man kann das ja auch nicht ändern. Oh, noch ein Bigness. Ich höre nur noch die Kiste. Ich habe gerade gehört Schritte, aber... Oh, Kiste halt mal der Mauer. Ist was wichtig? Was ist das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren hier welche, aber ich weiß nicht, wo die sind. Kann man da nicht drauf, oder was? Digga, Puppe.
Der, ich versuche hier einfach so zu kommen, Digga. Geht das einfach, dass es nicht mehr geht, Digga? Lol. Egal. Scheiß was drauf. Die Map ist relativ groß, das ist gerade ein bisschen. Deswegen gehen auch mal, ich schätze mal die Runde immer so lange, weil die Leute looten, looten. Ey. Und looten. So. Also ich bin jetzt immer noch der Typ, der sagt, Fortnite, Bruder, beste Game. Ich werde es jetzt nur noch zocken wieder. Nein. Ach, Digga, was eine Pisse. Man kann das mal zwischendurch zocken, wenn man mal komplett Langeweile hat. Aber ich will nicht sagen, boah, übelst Bock gerade auf Fortnite. Ein Gegner gewesen? Nein. Wir können das unbedingt mal gefühlt den ganzen Tag zocken. Und ja. Ach, Junge. Die Runde wird schon wieder langweilig, Digga. Gerade paar Runden gehabt, Digga. Oh, wer nervt mich jetzt, Alter. Gerade paar Runden gehabt. Übelst heftige Runden mit 10 Kills und so. Glaubt mir jetzt natürlich nicht, weil hier kein Gegner, Digga. Sonst will ich auch euch zeigen, Digga. Aber die Gegner bleiben heute aus, glaube ich. Es sind noch 47 Leute. Ist, guck mal, guckt euch mal die Map an. Und hier sind 47 Leute. Inshallah. Digga, die Zone ist viel zu groß. Weil es nur 44. Ist ja egal. Aber die Map ist einfach. Guck mal, es ist. Und der. Von Digga. Wie weit das einfach ist. Das ist nicht mehr normal. Also, Digga, die Map ist einfach. Nee. Guck mal, hinten ist irgendwo der Leuchtturm. Guck mal, hier ist der Leuchtturm, glaube ich, ne? Digga, nee. Lol. Hä? Leuchtturm? Ist der Leuchtturm da? Hä, wo ist der Leuchtturm? Ja, ungefähr da. Guck mal, wie weit das ist. Ne, der ist wohl dahinter weiter, ne? Der, Alter, als wenn der Leuchtturm hier ist. LOL, Digga. 1,1 Kilometer, Digga. Ach, Bruder. Wollte ich jetzt eigentlich nicht markieren, okay. Aber wie weit das einfach ist, Digga. Früher war die Map 1,1 Kilometer insgesamt breit, Digga. Die Runde wird schon wieder komplett langweilig sein. Das bockt dann halt auch nicht, wenn du keine Gegner findest. Ich sag, guck mal, man läuft dann wieder darum, das hasse ich manchmal in Fortnite. Man hat übelst Bock zu zocken, man läuft rum, man läuft rum, man läuft rum, man findet keine Gegner. Das ist schon wieder komplett zum Kotzen. Da denke ich mir wieder, gehe ich doch mal am liebsten auf, Digga. Guck mal, hier ist keine Sau. Das triggert mich gerade, ne? Man will in Ruhe Kills machen. Okay, man ist aber auch genervt, wenn man gekillt wird. Scheiß was drauf. Aber ich will gerade hier ein bisschen Action haben wie im Video. Aber nö. Was ist? Die Gegner haben keinen Bock. Das ist doch komplett lächerlich. Eine gegnerlose Runde. Ach ja, man muss ja immer noch diese Mission machen, ne, mit Battle Pass. Komplett vergessen, Digga. Guck mal, wenn man so guckt. Hier ist kein Gegner. Ich kann nicht stehen. Es passiert nichts. Früher hätte man gestanden, bam, sofort Schüsse kassiert. Jetzt kann man hier stehen. Oh, quasi die Schmetterlinge angucken. Man wird einfach nicht abgeknallt. Weil hier keine Sau ist. Und da ein bisschen Gewitter. Wie halt Fortnite immer so Gewitter macht. Hier ist aber wirklich kein Gegner. Ich wechsle einfach mal auf Controller. Mitten im Video hier. Zack, zack. Controller, so. Oh, ich hab einen Schuss gehört. Hab ich das auch gehört? Boys, jetzt mal irgendwo dahin sind die Schüsse. Ich bleib auf jeden Fall hier stehen. Digga, mit Controller bauen, Digga, lul, schwul. Okay.
Oder da ist Loot, da ist Loot. Oh mein Gott, das ist er. Ja, das Typ baut sich die Sau wieder ein. Das ist doch wieder klar, Mann. Bombe. Dann ist einer. Boah! Hit des Tages, Digga! Locker bleiben. Entspann dich. Locker bleiben. Locker bleiben, Falco. Jetzt hielt sich die Tinte. Digga, ich will. Und du willst, ne? Controller. Geht gar nicht mehr fit. Lass auch einer. Ein Kill. Oh, mein erster Kill, Jungs! Im Video! Ihr wart alle live dabei! Es muss eh nur noch kommen, ne? Ich bin richtig angespannt, richtig gerade konzentriert hier. Bei der Sache. Weil ich schon echt lange kein Controller mehr gezockt. Also halt auf, also Fortnite, ne? Jungs, das wird die 10 plus Kill Round. Ah, gut Hits gegeben, gut Hits. Wir waren die guten Hits. Auf jeden Fall kein Blue Life mehr. Okay, ich bin auf jeden Fall gut in der Position hier. Ja? Lieber hinter uns auch noch was bauen. Sicher ist sicher. Geht er dahin? Er geht, macht jetzt den schwimmenden Hasen. Digga, wie viel Blue Life hat der? Okay, er muss es laufen, er muss laufen. Er kommt auf jeden Fall in meine Richtung. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Mir gefallen. 10er Hit. Okay, er hat auf jeden Fall kein Blue Life mehr, so wie es aussieht. So, es muss der in meine Richtung kommen. Kommst du oder kommst du nicht? Entweder er baut sich gleich hoch. Was mitkommen, Digga? Okay, dann kann er auf so einen. Du, hab ich keinen Bock zu warten, Digga. Da bin ich nicht drin, Olga. Nee. Aber ich hab auch Scheiße, Digga. Ich hab keine Metz mehr. Belastende Situation. Oh, das triggert grad. Ich hab noch voll viele Metz, Digga. Aber ich habe keine Metz gefarmt, Alter. Besser dem. So kommt er jetzt. Hä? Ist jetzt eine Zone Reno verreckt oder was? Doch, da ist er. Bam, Junge! Egal, schaff das aus dem, was er da Loot hatte. Ist mir egal jetzt. Wir wollen auf jeden Fall die Runde ja safe spielen. So. Ich freue mich über einen Kill, Digga. Obwohl ich gleich war. Egal. So weit und breit wieder keiner zu sehen. Die sind alle schon schlauer als ich und waren alle schon eher in der Zone. Zone Reno. Und haben auf jeden Fall auch hoffentlich mehr Metz. Weil ich habe keine Metz. Das ist scheiße. Boah, der Controller ist so am Vibrieren, Alter. Richtiger Vibrator, Alter. Nein! Zone Reno, locker bleiben! Kleiner Zone-Schaden. Boah, das war knapp, Digga, das war knapp. Egal. So. Ich brauche unbedingt Blue Life. Hat keiner mehr Blue Life? Nee, ne? Schüsse, ich höre Schüsse, das ist schon mal ein gutes Zeichen, du. Aber ob ich mich da einmischen soll? Ja, das ist wieder sowas anderes, Digga. Kann man eigentlich wieder Double Pumpen? Oder wie Double Pump, wie das heißt? Hä? Digga. Ach, das sind diese Hä? Hä? Was sind das für welche?
Ist ja komplett eklig, Digga. Skali. Locker bleiben, Jungs. Entspannt euch, die Lage ist safe. Der, die Ball habe ich auch ab, ne? Oder? Ich kann auch einen Mini stacken. Entspann dich! Locker bleiben, Kollege. Digga, was sind das für Bärte? Ja, okay, er geht in den Loot, ne? Wollen nicht rum. Ja, locker bleiben, Kollege. Ach, die Dinger sind echt nervig, muss ich sagen. Also, das ist wieder so ein Punkt an Fortnite, da würde ich sagen, Bruder, ohne Witz, was soll die Scheiße? Man hat schon mit den Gegnern zu tun, ne? Und dann kommen noch diese Vögel da, hier diese, die dann auf Star Wars oder was machen, oder auf Superagenten, wo man eigentlich nur in Ruhe zocken will, Digga. Nein, Digga. Sie fucken einen komplett wieder ab. Mache einen Schaden, Digga, damit man wieder richtig getriggert und gefrustet ist. Ich komme wie gerufen hier rein. Ich wusste es einfach, ich hatte es einfach in der Nase oder auch im Gefühl, Jungs. Bruder! Ja, okay, Digga. Ich habe ihn nicht gehört. Würde ich sagen, schreib's in die Kommentare mit Stream, mit die Meinung zu Fortnite. Digga, wie hässlich ist er, Digga? Und alles, wir sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream. Schreibt einfach auf jeden Fall in die Kommentare irgendwas, Digga. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Ciao.